MV1 präsentiert die 29. Rostocker Stummfilmnacht in der Nikolaikirche. Diesmal im Mittelpunkt Buster Keaton, der Mann, der niemals lachte. Keaton ist neben Charlie Chaplin und Harold Lloyd der Pionier der Stummfilmzeit. Sein Markenzeichen war sein Pork Pie Head. Gezeigt werden Buster Keatons Klassiker Der Navigator und The Battling Butler, der Boxer. Die Filme werden durch Dirk Wüstenberg live auf der Orgel begleitet. Fotokünstler Bernd Radke zeigt im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus Großfotos von leerstehenden Räumen. Der Verfall vom Menschen aufgegebener Orte entfaltet in den Fotografien seine eigene Wirkung, erzählt eigene Geschichten, losgelöst von der eigentlichen Bestimmung. Würde und Schönheit können selbst solche Räume innehaben. Das teilt auch der Fotokünstler auf vielfältige Weise mit. Die Kulturtipps aus Güstrow werden präsentiert von der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Für Großeltern und ihre Enkel hat der Natur- und Umweltpark Güstrow ein tolles Angebot. Den Oma-Opa-Tag. Immer donnerstags zahlen Oma, Opa und mindestens ein Enkelkind nur den Kindereintrittspreis. Gehen Sie gemeinsam auf abenteuerliche Reise durch die Raubtier-WG, den Aquatunnel oder die Wiesenwelten. Begegnen Sie hautnah den Waldbewohnern im Wildfreigehege und erleben Sie gemeinsam einen unvergesslichen Tag im Natur- und Umweltpark. Karneval in ganz MV, beispielsweise in Ludwigslust. Der Techentiner Karnevalsclub stellt die diesjährigen Feiern unter das Motto »Von Hollywood bis Babelsberg« dreht der TCC ein Filmkunstwerk. Mit den traditionellen Veranstaltungen Seniorenkarneval, Kinderfasching und natürlich Karnevalstanz mit einigen Überraschungen. Das beliebte Filmmusikprogramm der Neubrandenburger Philharmoniker geht in die nächste Runde. In der 5. Auflage geht es in fremde Welten und ferne Zeiten. Präsentiert werden aus Science-Fiction-Klassikern wie Star Trek, Krieg der Sterne und Matrix bekannte Stücke unter der Leitung von Gastdirigent Stephanos Tsiales, der auch selbst Filmmusik aufnimmt. Ah, Andreas, alter Gurkenpudding, wie ist es? Wir zwei beiden demnächst auf der großen Leinwand, super, oder? Doch, das ist super. Dann lernst du den Chef endlich mal von einer ganz anderen Seite kennen. Kick die Kapitol. Da ist richtig was gebacken mit Weibern, ne? Doch, mit so richtigen Prachtbratzen, ne? Hallo. Ja, wenn Sie auch so viel Spaß haben wollen, wenn Sie Bock haben auf das pralle Leben aus vollen Eimern, dann habe ich hier was für Sie. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Noch 10 Tote. Jetzt. Stromberg, der Film, demnächst im Kino. Ja. Okay. Ab dem 20. Februar im Kino. Also wer das verpasst, ist selber schuld.